Herzlich willkommen zurück. Mal ein bisschen an den Einstellungen gefeilt und wollen mal gucken, ob es eventuell noch ein bisschen besser läuft. Macht mir jetzt nicht so unbedingt den Anschein, aber naja, mal sehen. Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kirathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kirathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Ach, kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht hat er recht. Nichts, was diese Kirathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen. Hops. Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kirathi vor diesem System kapituliert. Seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben. Die Kirathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Das ist nach wie vor so, man kann da machen, was man will. Entweder läuft es hier gut und die Videosequenzen, oder es hakt im Weltraum oder eben andersrum. Jetzt habe ich gerade wieder den Fall, dass das Menü halt scheiße läuft. Mal sehen. Eventuell ein nettes Zwischending gefunden. Ist nach wie vor so, dass das Teil ja besser auf einem echten DOS-Rechner rennt als über die DOS-Box. Da kann man halt echt machen, was man will. Gucken, ist hier was los? Nö, ist nicht. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kilrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel? Wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Na komm, fliegen wir nochmal mit Hops. Hops, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Ready, Arrow. Wir können jetzt starten, Colonel. Ja, jetzt geht die Performance ja ganz in den Keller. So ein Frust. Jo, herzlich willkommen zurück. Wir wollen noch mal sehen, was da so abgeht hier so demnächst. Nix mehr.
Okay. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kilrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel? Wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Ja, wir fliegen mit Cops. Du wirst diesmal neben mir fliegen. Ja, nach wie vor, ich kann dann machen, was ich will. Entweder laufen die Videos und das Menü wunderbar, oder aber die Missionen fliegen sich halt scheiße. Und jetzt habe ich gerade irgendwie, ja, man hört es bei den Videos, das knickst immer leicht und macht so eine ganz klitzekleine Pause vorher. Ich werde das jetzt so erstmal weitermachen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu störend wird dann in Zukunft. Müsste theoretisch zwischen der 64-Bit und der 32-Bit-Version von dieser DOS-Box Daumen irgendwie mal hin und her wechseln. Tja, mit der Original-DOS-Box ging das nun mal leider nur so. So, jetzt habe ich natürlich im Cockpit hier richtig geile FPS. Zumindest zwischendurch. Ja, gut. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Colonel. Eindrucksvoller Schuss, mein Freund. Torpedo-Dinger kaputt machen. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Fäden zu verwenden habe. Ich hoffe, ich flieg nicht wieder rein in diese Scheißdinger. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Naja. Boah, wie viel hat denn das Teil da jetzt rausgekloppt, ey? Hilfe, Junge.
Einsatzziele erreicht. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl, Karl. Na komm schon, trau dich, zeig dich. Oh. Goodbye. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heißt, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Ach, du Scheiße. Ja. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass sie holen? Jo. Geil. Und ich habe keine Raketen mehr und das ist jetzt die versteckte Mission. Hier. Ich hole sie zurück, Captain. So eine Scheiße. Da. Keine Raketen mehr. Da werde ich doch jetzt eiskalt verrecken bei, oder? Naja. Schöne Schande. Und hier habe ich so richtig Mist am Arsch kleben, ne? Das habe ich auch ein Problem. Mal gucken, ob wir das schaffen. Christopher Blair macht das schon. Aber auch nicht. Scheiße. Das hätten wir schon mal. Ist ja gar nicht so schlecht. Zumindest mir geht hier der Sprit aus. Also habe ich auch bald keinen Nachbrenner mehr. Welche? Nee, ne? Junge, 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 Junge. Ja, auch gleich vier Stück. Voll geil. Was willst du denn? Hm? Was willst du denn? Bei Mone, ne? Dreadies. Vier Stück an der Zahl und ich keine Raketen. Das ist ja geil, ey. Puh.
Das kommt noch mal alles an mich hoch. Aber verdammt, ist die auch noch. Die haben mir gefehlt. Ziemlich große Probleme jetzt. Die haben ihn noch nicht gesehen, glaube ich, ne? Aber sie kommen ja trotzdem näher, die haben mich gesehen. Mist. Klasse. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Na, dann komm ran. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Ja, ich sehe. Ach, Scheiße. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Mitten in die Säule rein, mein Gott. Jetzt haben wir welche Probleme. Astralen. Gottes Willen, ey. Was soll ich das machen? Scheiße. Ohne meine Raketen alle zu verschießen. Da ist noch einer. Man kann das Ganze nämlich regeln, indem man diesen. diesen Träger immer hinten in die Turbine reinschießt. In seine Triebwerke und dann hat man den ruckzuck kaputt. So. So war das wohl auch mal gedacht. Thank you.
Jetzt machen wir das Ganze mal mit Raketen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heißt, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? So, jetzt muss ich nämlich nochmal Victory drücken. Genau, und das war das, was ich immer noch nicht wusste, obwohl ich so ein Fan und Freak von diesem Spiel bin. Verfolge Flint. Ich hole sie zurück, Captain. Jetzt machen wir die Nummer gleich nochmal. Aber diesmal mit Raketen. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Wo steht denn unser Dings? Veteran. Ja. Das als nicht so super Pilot hier. Höchstes Bruchpilot, ja. Hier ist nix. Okay. Das sieht hier dafür ganz anders aus. Okay. So, aufbauen. Das war ein kurzer Prozess hier. Das gibt's ja nicht. Dasselbe. Schießen Gänse hoch. Das nenne ich doch mal einen Trick 17. Na, klasse. Jetzt beißt er ins Gras. Aber die gehen ja noch. Jetzt beißt er ins Gras. Kurzen Prozess. Nächster wurde. Oh, verdammt, ey. Drei Stück von euch, ja? Na komm, ihr kommt von mir.
Ja, ich bin ein bisschen sehr ruhig, weil das ist nicht so einfach hier. Absolut nicht. Raumschiff hat schon wieder einen weg hier. Ach, ist ja schön, dass du jetzt auch da bist. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Aus? Alles in Ordnung. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Oh Mann. Ist doch nicht wahr. Kann einfach nicht wahr sein. Mit Raketen. Leute. Die Weiber eben die letzten, den letzten waren ja Frauen, ne? Sogar im Spiel. Die Dinger sind quasi Excalibur, ja. Nur um mal zu verstehen zu geben, wie schwierig das ist, so ein Ding da kaputt zu machen. Manche Feuerkraft. Verschluckt mal schön die Grafik, genau. Ja, der Mensch, oder? Ja, von dem. Mann. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Geht's aus? Alles in Ordnung. Thank you.
Mädchen. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Müssen wir die Typen aus der Ferne rein loswerden. Ah, nicht nochmal. Nicht nochmal. Nicht erreicht werden. Ja, klasse, weil sie jetzt gestorben ist oder was. Mädchen, was legst du dich an mit diesem verdammten Scheißkreuz an? Kriege ich die Krise, Leute. Kriege ich die Krise. Tippen wir die Autopiloten machen. Das ist doch scheiße. Ist ja egal. Ne? Ja. Und dann kann ich wiederholen, oder? Mädchen. Aber ich muss sie einfach nur von dem Träger fernhalten. Wenn wir die anderen Flieger erledigt haben, kommen wir weg, ne? Also nochmal, schwere Geburt hier. Mando. Na komm ran. Ja, Ausgangssituation wie vorhin. Ja, jetzt noch verkehrt. Ne? Ich liebe diese Spiele trotzdem. Vielleicht doch erstmal die Flieger kaputt hier. Mach dich mal weg hier.
dann eben. Ich bin eine Schande für mein Volk. Yep. Das gibt eine Abschussliste, Halleluja. Da werde ich nachher feiern. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Die kleine Mietzekatze für meinen Waffenentausch. Kleine brennende Mieze, Katze. Oh Mann, oder? Das ist nicht mehr normal. Du kriegst Zockerschweiß hier in der Flosse, ey. Wie meine Oma. Nicht gar nicht. Nächster wieder. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Oh, Scheiße. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Sehe ich. Irgendwie nicht. Okay. Ziel an. Verstanden, ja. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Ziel an. Danke, ja. Oh,
Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. So. Jetzt mal die Schilde ein bisschen hochziehen hier. Das ist nur noch dieses Ding, ne? Ja, aber wir können ihn schon verkümmern und das machen wir auch. Das reicht sie nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt kommen wir bei den Koordinaten vorbei. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Sollen wir die hier noch fertig machen? Das machen wir. So, wunderbar gelaufen. So wollen wir das sehen. Oh, blöd, ne? Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Ja, das war nicht zu bezweifeln. Klasse, kommen da noch mehr. Wie sieht's aus? Alles in Ordnung. Ja, schön, dass du noch Raketen hast. Halleluja. Einsatzziele erreicht. Echt? Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ich gratuliere, Sie haben Flint gerettet, Sir. Zuerst einen Planeten und jetzt eine Pilotin. Ich würde Sie befördern, wenn ich könnte. Sie können Lattenkanne. Ich würde Sie befördern, wenn ich könnte. Das ist geil. Sie hätten drauf gehen können, als Sie hinter mir her sind. Schon möglich. Hat es der Captain befohlen? Nein, das war meine Entscheidung. Dann sollte ich wohl jetzt beeindruckt sein. Danke zu sagen war noch nie meine Stärke. Hey, ist schon gut. Sie sind verständnisvoll. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie bitte.
dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Bist du okay? Ja. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ah, vergessen wir es. Manchmal geht's mir genauso. Dann würde ich jedem Kilrathi am liebsten selbst den Hals umdrehen. Pass auf dich auf. Cobra ist eine gute Kämpferin. Sie hat zu viel riskiert. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Sei nicht zu hart zu mir. Das war jetzt irgendwie ein Bug, was mir jetzt aber selber zum ersten Mal auffällt. Oder zum ersten Mal passiert. Jetzt hätte Cobra sie gerettet anstatt mir. Ja. Gib ihr Flugverbot. Sei nicht zu hart zu mir. Nee, wir brauchen Leute. Flugverbot ist absolut im Krieg. Nee, es geht ja gar nicht. Wenn man Krieg führt, muss man Ausnahmen machen. In Friedenszeiten würde ich Ihnen sofort Flugverbot erteilen. Ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wagen Sie es nicht, noch einmal so etwas zu tun. Ich werde mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wing Commander 3. Das nächste Mal mit etwas mehr Story zuerst und dann wieder eine Flugmission.